Minute Pyrotracker Fireworks wieder am Start für euch. Und heute gibt es das sechste Türchen vom Pyro Adventskalender von The Pyro Freak, Silvesterkanal und mir. Ja, heute ist ja der 6. Dezember und das heißt, es ist Nikolaus und das ist für mich immer ein ganz klares Zeichen, dass wir hier mitten in der Vorsilvesterzeit stecken. Aber jetzt suchen wir uns hier erstmal das sechste Paket raus. Hier haben wir jetzt das sechste Paket und ich würde sagen, machen wir das erstmal wieder auf. Das hier ist die Bestückung des sechsten Pakets. Hier haben wir einmal eine Spacebird Rakete von Fox Feuerwerk. Dann haben wir hier einen kubischen Kanonenschlag von PyroArt. Und hier noch ein Artikel von PyroArt und zwar die 445 Rakete. Da vermute ich, dass sie genau denselben Effekt haben wird wie die Spacebird hier, weil es sich bei Fox Feuerwerk ja um PyroArt ungelabelt handelt. Und wie man hier sieht, haben wir noch ein kleineres Jugendfeuerwerksortiment und zwar das Dragon Ball Set von Weco. Hier drin enthalten sind Colorsprüher von Weco, Geisterlichter, tolle Bienen, Silberwirbel, Blitzfeuerstein, Knallerbsen, Feuerringe und hier noch Wunderkerzen. Ich denke, dass sich dabei um ein ganz nettes Sortiment handelt und auch mit etwas älterer Bestückung, wenn man hier an den tollen Bienen erkennt. Und dieses ganze Sortiment werden wir jetzt auch erstmal öffnen. Hier ist jetzt das gesamte Sortiment ausgepackt und ich denke, die Wunderkerzen hier und die Knallerbsen müssen wir nicht testen. Aber den gesamten Rest hier gibt es jetzt natürlich für euch und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei hier beim sechsten Türchen. Als einzige Tagszene hier heute beim sechsten Türchen gibt es den kuschen Kanonschlag von PyroArt. Ja, der ist hier zwar nur aufgeplatzt, aber eine sehr gute Lautstärke, das Teil. Colorsprüher von Weco. Ja, ganz nette Teile. Feuerwirbel von Weco. Erstmal ein Feuerring. Und jetzt hier noch standardgemäß alle anderen Feuerringe zusammengeschossen. Silberwirbel von Weco. Und jetzt hier alle anderen noch auf einmal.
Flitze Feuerstein von Weko aus dem Set. Also erstmal die beiden und dann die anderen beiden. Hier noch die anderen beiden. Tolle Biene von Weko Feuerwerk aus dem Dragon Ball Set. Okay, die drehen sich nicht so gut. Und hier haben wir noch die Geisterlichter von Weko. Zuerst hier die beiden grünen Geisterlichter. Ja, sehr gute Brenndauer. Das zeigt, dass es sich um ein älteres Set handeln muss. Und jetzt hier noch die beiden roten. Fifi Pfeiffer-Kette vom Pyroart. Warmboden, Spacebird von Fox Feuerwerk. Ja.